völlige Exposure. Was ist hier für ein Messes? Oh. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Zu dieser Late-Night-Session. Es ist jetzt nämlich... Ich wollte gerade auf die Uhr schauen. Sieht man da nicht die Uhrzeit? Nee, es ist 21.18 Uhr. Kann man mal machen. Eigentlich eine solide Schlafenszeit für Eltern. Und wir tasten noch eine Runde. Gott, das schaffen wir ja nie, oder? Nee. Ah, wenn wir uns konzentrieren. Wenn es halt schon so mit einem Knäuel anfängt, was nicht auseinandergehen will. Weißt du was, das ist eine Sorge. Wir schießen jetzt einfach einzeln. Nee, wie, das ist ja schon doppelt gewickelt. Achso, ja, aber wir könnten ja jetzt einzeln machen. Auf jeden Fall haben wir, beziehungsweise Marie, ein neues Hobby. Ich schon auch, aber ich habe es noch nicht so oft gemacht. Marie hat mir nämlich zum Geburtstag letztes Jahr einen Tafting-Workshop geschenkt. Nicht ganz uneigennützig, wie man merkt. So war mein Lern in Stuttgart, es hat mega Spaß gemacht. Und ich wollte das schon immer mal machen, deshalb hat Marie mir den Kurs geschenkt. Und es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, in Anführungszeichen. Aber es ist halt so, man kriegt es eigentlich ziemlich gut hin und hat halt wirklich am Ende von so einem Workshop einen fertigen kleinen Teppich. Und ich habe gedacht, okay, das dauert bestimmt ewig, bis man da irgendwas Cooles hinkriegt. Aber es geht tatsächlich relativ schnell und das macht sehr viel Spaß. Und ich habe diesen Rahmen schon gebaut und beim Taften ist es so, dass man hier so Nagelleisten hat und da spannt man dann diesen Stoff, diesen Canvas oder so ein ganz, ganz grober Stoff halt hier einfach drauf. Das ist jetzt der kleinere Rahmen und hier taften wir jetzt und man schießt von hinten mit dieser Pistole durch. Das ist das gute Stück, da spannt man jetzt den Faden ein und es ist eigentlich immer so, dass so U's durchgeschossen werden, also wie so zwei Fäden. Die hängen hinten so zusammen und vorne auf der Rückseite werden sie abgeschnitten. Also hier innen drin ist auch noch eine Schere. Habe ich es gut erklärt? Das ist fantastisch erklärt und wir haben hier auch noch ein kleines Beispielprojekt, was noch nicht fertig gemacht ist. Da kannst du es mal zeigen. Ah ja, hier hinten sieht man es. Also da hinten sind quasi die Schlaufen und vorne sieht es dann so aus. So kennt man ja irgendwie einen Teppich. Also so kann man Teppiche tatsächlich herstellen. Und dieses bisschen eklige Farbe hinten, das ist Latex. So wird es nachher, also wird nochmal so Latexpaste drüber gemacht, damit es halt alles schön zusammenhält und diese Fäden hinten nicht rausrutschen. Und das Teil ist eigentlich das beste Spielzeug auch von unserem Sohn. Allerdings, wenn er hier unten ist, will er die Wolle wickeln und dann wird es immer ganz schrecklich. Weil dann ist es viel zu locker, weil ich ihm nicht erklären kann, dass er das natürlich festhalten muss, aber da ein bisschen Spannung drauf ist. Und dann verknotet sich die Geschichte die ganze Zeit. Deswegen sieht dieses andere Knäuel halt so aus, wie es aussieht. Deswegen wickeln wir das jetzt einmal hier neu. Und diesen Hocker hier, den habe ich gebaut. Wer uns auf Instagram folgt, weiß das und hat es schon gesehen, diesen süßen Elefantenhocker. Und dafür machen wir jetzt so ein Sitzkissen. Marie hat das schon angezeichnet da drauf. Türö steht da drauf. Und wir müssen das aber, also es ist angemalt von der Rückseite hier. Und da muss man das immer spiegelverkehrt drauf machen, weil man ja so schießt. Und nachher sieht man es aber von der anderen Seite, den Teppich. Guck mal, das ist so klein geworden. Und ich glaube, das hier... Ah, aber das sind ja zwei. Ach, stimmt. Aber, ja. Ah, stimmt. Ich wollte gerade sagen, und guck mal, wie groß das hier ist. Ja, aber es ist doppelt der Farben. Ja, und hinter mir hier, geile Farben einfach. Ich finde die auch. Wolle-Arsenal. Die sind auch richtig, richtig schön. Ja, wow, ey, man kann so richtig, richtig viel einfach erzählen, wenn man so lange wieder nicht mehr gebloggt hat. Es ist schön, es ist cool, es macht Spaß. Richtig was berichten aus unserem Leben. Richtig berichten aus unserem Leben. Ja, jetzt spann das Ding mal ein und dann schießen wir los. Was wir nur nicht vergessen dürfen, dass wir filmen. Wir filmen das Ganze parallel ja für Instagram. Willst du dir mal angucken, was die letzte Sequenz war? Ja. Oh, schön. Schöner Übergang. Oh, schön. Die Frau kann ja was. Richtig überrascht. Nee, das war falsch jetzt irgendwie. Ja, dann mach ich mal einfach mal so eine Aufnahme. So, nee. Zack, zack, zack. Pam, pam, pam Aufnahme. Also, wir machen die Schrift pink und den Hintergrund grün, ja. Richtig? Das sind schon kleine Buchstaben, Marie, die du da gemalt hast. And so it begins. Ist schon verkackt. Nee, ist nicht verkackt, aber es ist halt... Ach, der Faden schon wieder raus. Der Faden ist einfach rausgehüpft, ja. Und da ist so ein bisschen... Loch geschossen, ja, das ist nicht so schlimm. Ja, also... Kannst du dir nicht eine andere Wolle aussuchen können? Ja, aber diese pinke Farbe ist halt leider sehr schön. Pink ist ziemlich furchtbar, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht warum. Wie kann das denn sein? Es ist alles die gleiche Marke und trotzdem sind manche Farben richtig schrecklich und manche sind richtig cool.
Einfach schon wieder mit zwei Kameras hier unterwegs, die man handeln muss. Jetzt wollte ich euch gerade zeigen, wie es geht, aber so geht es auf jeden Fall nicht. Hier das Loch. Achtung, ich muss aufpassen, nicht, dass der Marie gleich wieder sticht. Ja, also pass auf, es geht wieder los. Passiert da überhaupt was? Es hat schon wieder irgendwas zerkackt. Es hat zerkackt? Okay, also, um die Frage zu beantworten, ob wir es heute Abend noch schaffen? Nein. Das war aber eigentlich der zeitliche Plan. Das war der zeitliche Plan, verdammt. Das soll am Wochenende online kommen. Und es muss auch noch Latex hinten drauf, es muss 24 Stunden trocknen, muss noch ein bisschen rasiert werden. Also mein Plan war eigentlich, dass wir heute auch noch Latex drauf machen, wenn ich... Aber meine Pläne sind immer ganz schrecklich wirklich. Ich denke immer, alles ist an einem Tag machbar. Gerade bei handwerklichen Sachen. Schwierig. Letzte Woche habe ich hier auch bei uns den Flur gemacht. Kann ich euch gleich mal noch zeigen. Und zwar hier. Hier habe ich überall Gipskartonplatten hingemacht. Ich habe erst noch mal eine Vorwandinstallation gemacht. Und jetzt muss halt alles noch verspachtelt werden. Und ich habe gedacht so, ah ja, an einem Tag kriege ich das locker hin. Auch mit Verspachteln noch und so. Pustekuchen. Ich habe irgendwie 10 Stunden am Stück... Ohne Pause mittags, also Marie war den Tag weg mit unserem Sohn, habe ich gearbeitet. Ja, natürlich nicht verspachtelt. Ich habe es gerade so hinbekommen, dass ich überall die Gipskartonplatte hingekriegt habe. Okay, los. So, also eventuell der erste Buchstabe. Ups, der ist schon mal fertig. Jetzt komme ich. Schon lange nicht mehr gemacht. Und du fängst vielleicht mit den kleinen. Du kannst auch einen anderen Buchstaben machen. Und das R ist toll. Ich wollte gerade sagen, so, entweder das R oder das Ö. Und ah ja, stimmt, es gibt auch einfach nur Ös und R. Ein R noch. Also, du kannst auch gerne das R machen. Das ist okay, oder? Du sagst nichts. Naja, die Linie ist schon ziemlich hässlich. Oh nein! Oh nein! Oh, Schnurhalter! Ja, aber Moment, da kann ich jetzt nichts für. Ah, das ganz raus ist. Ja. Wir haben ja einige Ös vor uns, wir können ja üben. Sagst du mir indirekt, dass es hässlich ist? Willst du noch einmal und dann darf ich wieder? Wie du magst, oder willst du direkt jetzt das Run? Jetzt bin ich gerade drin, jetzt habe ich einen Run. Ich mache nochmal ein Ö, oder? Oder ja, soll ich es R machen? Du hast einen Ö-Run. Ein Ö? Run! Haltet euch fest, Leute. Meine Prognose war gar nicht so schlecht. Teppich ist fertig. Oder Sitzkissen in dem Fall ist es ja eigentlich eher. Und... Wir latexieren das jetzt auch noch, aber es ist halt auch schon 22.22 Uhr, Schatz. Oh, ich liebe dich. Und hier werden jetzt noch Kleinigkeiten ausgebessert. Da zieht Marie gerade nochmal so ein paar Sachen hinten raus, weil es eher ein bisschen zu dick geworden ist. Und dann wird es jetzt noch mit Grün aufgefüllt. Den Wäscher hier auch noch, oder? Das sollte so einen Bobbel haben. Weil wenn ich das jetzt gerade runter mache, dann sieht es vielleicht aus wie ein A. Ja, das kann sein. Ja, stimmt. Nee, das ist gut. Super. Oder? Spitze. Das ist das Coole beim Taften. Man muss es nicht wie beim Nähen auftrennen, sondern man kann die einzelnen Fäden einfach rausziehen. Kann man nachbessern. Fertig ist die Laube. Und so sieht es dann jetzt von hinten aus mit Latexmilch. Und jetzt? Ab ins Bett, oder? Ab ins Bett. Ja, würde ich auch sagen. Ich werde chauffiert. Und zwar zu meinem Papa. Ich habe heute Morgen, also vor, weiß ich ja auch schon, jetzt fast anderthalb Stunden her, unseren Sohn in die Kita gebracht. Das ist nämlich neu, beziehungsweise ist eigentlich keine Kita, sondern so eine Spielgruppe. Ich weiß gar nicht, ob wir es jemals im Vlog erzählt haben. Aber es hat ja nicht geklappt mit der Tagesmutter bei uns leider. Und das war so ein bisschen ätzend, weil wir eigentlich damit schon gerechnet haben, dass es auf jeden Fall klappt mit der Tagesmutter. Und dann ist die weggezogen. Auf jeden Fall haben wir dann so eine Spielgruppe hier in Tübingen gefunden und die... Das sind dann irgendwie nur 3 Vormittage, 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Besser als nichts, ist auch schon mal cool. Und unser Sohn findet es auf jeden Fall cool, in Betreuung zu sein. Am Anfang war er so ultra hyped und wollte, glaube ich,
jeden Tag dahin gehen. Und jetzt waren Osterferien und jetzt war es so ein paar Mal so, man darf noch nicht als Eltern gehen und sowas. Aber es war nie wirklich, unsere Erfahrung war wirklich mega positiv, würde ich sagen. So andere Freunde haben erzählt, oh, mit Tränen und so. Das gab es für uns nicht. Ich glaube, weil halt vielleicht auch der Einstieg so soft war mit nur 3 Vormittagen, könnte ich mir auch vorstellen. Und ich glaube auch, dass der Zeitpunkt genau der richtige war. Also ja. Jetzt mit fast schon 2,5 war einfach dann auch zu Hause ein bisschen unterfordert. Und ich kriege diese Frage auf Instagram ganz oft. Also was ist eine Spielgruppe? Wie muss man sich das vorstellen? Als Eltern ist man dann nicht dabei. Das sind 2 Erzieherinnen, die dort arbeiten. Und dann ist manchmal noch eine Praktikantin da. Dann sind sie sogar zu dritt. Oder es gibt auch eine FSJlerin. Also das heißt, ein richtig krasser Betreuungsschlüssel. Das sind nämlich nur 6 Kinder, glaube ich. Also ist noch besser als bei der Tagesmutter eigentlich. Nur da gibt es jetzt kein warmes Mittagessen oder so. Und auch kein Frühstück. Wir richten morgens eine Feschbrotdose einfach. Genau, genau. Und dann auch kein Mittagsschlaf natürlich. Der wird dann auch danach gemacht. Die gehen aber auch eigentlich ist es super raus. Ähnlich. Oder? Ja. Zu einer Kita oder sowas, außer halt dieses Thema und so. Und der Betreuungsschlüssel. Das ist ein ganz anderer. Ja. Genau, auf jeden Fall ist jetzt so auch die erste Woche nach Ostern, wo wir das so voll mal erleben können. Weil davor war halt so ein bisschen Eingewöhnung auch. Da sind wir dann, haben wir es um 9, 9.30 hingebracht und dann um 11.30 Uhr wieder abgeholt. Und jetzt ist so die erste Woche, wo es so richtig von 8.30 Uhr bis 12 Uhr ist. Fühlt sich crazy an, finde ich, oder? Dass wir so ohne Kind unterwegs sind und das Kind ist nicht irgendwie beim Opa, sondern können irgendwie was machen. So, ja. Arbeiten und so. Genau, und ich drehe jetzt mit meinem Papa ein Video und wir bauen tatsächlich ein Gewächshaus in den Garten und da freue ich mich sehr. Das wird cool, ich bin richtig gespannt. So, Taxi, Fahrt, Ende. Taxi. Mach dann bitte 35 Euro, 45. Ja, wo ist der Taxometer? Den sehe ich hier aber nicht. Taxometer läuft da die ganze Zeit schon. Es gibt einen Kuss mehr nicht. Okay, auch in Ordnung. So, und hier, da kommt das Gewächshaus jetzt hin. Da liegt schon der Balken, das wird quasi die Einstiegsschwelle. Und dann geht es da so nach hinten. Hier kann man ein bisschen gucken. So, da hinten sind nämlich auch schon Steine. Und da geht ein Balken rüber. Und da. Und dann wird es ein relativ großes, aber schmales Gewächshaus. Ich glaube 3 auf 1,50 oder sowas. Oder 1,20. Ja, irgendwie so. Und Kameras stehen schon bereit. Und dann kann es losgehen. Kleiner Zwischenstand. Wir haben hier hinten schon die Wand hochgezogen. Und hier setzen wir jetzt gerade den vorderen Pfosten. Ich habe vorhin gesagt, zwischen 1,20 und 1,50 sind aber 1,80. Also 1,80 auf 3 Meter. So groß wird nachher die Innenfläche von dem Gewächshaus. Ta-ta-ta-ta-ta. Schaut mal, wie gut wir schon vorangekommen sind. Hier ist die Tür schon eingebaut. Und ja, wir machen halt alles aus den Resthölzern. Und hier mit Nuten eingefräsen die Resthölzer, wo dann nachher diese Plexiglasscheiben reinkommen. Es wird mega. Morgen geht's dann direkt weiter. Heute sieht es hier schon wieder definitiv viel apriliger aus. Es ist eine Mischung aus Sturm, blauem Himmel, Regen, Sonne, Wind. Das volle Programm. Ich habe mir für diese Woche vorgenommen, ich möchte mich vom Wetter nicht runterziehen lassen. Ich bin dieses Jahr so extrem wetterfühlig, ich weiß nicht, woran das liegt, aber wenn der Himmel grau ist, habe ich direkt keine Motivation. Das ist richtig furchtbar. Ich bin ganz arg müde. Ich bin eher mal schlecht gelaunt. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen. Und sobald die Sonne scheint, ist meine Laune on fire. Und es nervt. Weil wir leben halt nun mal in Deutschland, ne? Und es ist halt einfach nicht jeden Tag blauer Himmel. Und deswegen möchte ich jetzt diese Woche gerne ein bisschen an meinem Mindset arbeiten. Weil ich keine Lust habe, dass mich das immer runterzieht. So. Die kleinen Freuden. Ich zeige euch jetzt mal eine meiner kleinen Freuden. Und zwar ist sie sogar direkt hier draußen unsere Kirsche. Guck mal, die hat kleine Kirschen. Ich bin ziemlich begeistert, weil wir haben die letztes Jahr gepflanzt. Und wer sich erinnern kann, wir haben das auch im Vlog gezeigt. Das ist der Baum, unter dem wir meine Plazenta vergraben haben und den dann da drauf gesetzt haben. Und der hat den Winter gut überstanden. Der hat diese ganzen Stürme hier im Neckartal gut überstanden. Und hat jetzt einfach Kirschen. Also ja, ich bin sehr gespannt, ob man die dann essen kann im Sommer. Das wird ja toll. Und dann ist hier außerdem ein Malerpaket angekommen. Es fehlen nämlich jetzt noch ein paar Dinge, die wir fotografieren müssen. Das steht für morgen auf dem Plan, während der Kleine in der Spielgruppe ist, weil wir da einfach am konzentriertesten durchziehen können. Das ist nämlich gar nicht so einfach, finde ich.
das so immer mit Kind parallel zu managen. Es gab eine Zeit, da konnte man das irgendwie einfacher parallel machen. Aber jetzt ist es eine Herausforderung. Ich glaube, das ist für alle Parteien entspannter. Ja. Das ist übrigens die einzige Schere, die ich hier unten jetzt noch finden könnte. Ich habe keine Ahnung, wo alle unsere Büroscheren hin sind. So, was haben wir hier? Wir haben hier die neuen Sweatshirt-Farben. Schon mal so zum Anschauen und so ein bisschen kreativ hirnen, weil da stehen die Prints noch nicht komplett final. Das heißt, da muss man auch noch ein bisschen warten. Aber oh mein Gott, wie cool und gemütlich und riesengroß und plüschig. Ich liebe dieses beige meliert. Und wie schön ist bitte diese Farbe? Wie schön ist diese Sweaterfarbe? Toll! Es schreit einfach nach Sommer und guter Laune. Dann außerdem noch unsere Radler drunter zieh, wie auch immer man sie tragen möchte, Shorts. Mega. Ha, mehr. Richtig cool geworden. Ah ja, und das waren jetzt einfach nur noch Farben bzw. Styles, die gefehlt haben. Wir haben die kurze Radler jetzt nämlich auch in diesem gerippten Material. Und schaut mal, wir haben uns was richtig Süßes überlegt. Und zwar liegen in den Paketen aus Stoffresten jetzt so Duftkarten bei. Also die riechen dann zitronig. Und, also wenn man das Ganze dann hier so aufmacht, ist da noch so ein kleines Rezept dabei. Und halt einfach so eine süße Postkarte. Und das Stoffbeutelchen, das riecht eben ein bisschen, aber so ganz dezent. Und dann kann man danach, keine Ahnung was, irgendwas Kleines reinmachen, gerade wenn man es in die Tasche schmeißt. Vielleicht das Handy, vielleicht ein paar Tampons, Lippenstift, was auch immer. Ja, süß. Und da hat das Team uns noch ein paar von unseren Karten dazu gelegt. Also immer wenn man bestellt, bekommt man auch so eine Karte mit dazu. Und wir haben die extra so schlicht gehalten. Ich finde das immer das Allercoolste, wenn die nicht beschrieben sind, wenn man die einfach weiter verschenken kann. Das Motiv mag ich ja auch total gerne. Pretty, pretty, pretty. Ich muss jetzt doch nochmal auch in was reinschlüpfen, weil es ist ja immer nochmal was anderes, wenn man es an sich selber sieht, als nur an den Models oder auf den Zeichnungen. Und auch hier haben wir dieses coole Blau. Also das ist ein Longsleeve, was in Schwarz und in Weiß rauskommen wird. Und zwar heute Abend, wenn ihr diesen Vlog seht. Also Donnerstagabend launchen diese neuen Styles. Einfach mal ein neues Basic Longsleeve. Es ist auch schön lang geschnitten, wie ihr sehen könnt. Und hat eben hinten dieses Cutout. Ja, jetzt habe ich natürlich die Hose schön maximal hochgezogen. Guckt es da hinten da an der Stelle so ein bisschen raus. Aber wenn man die Hose nicht ganz so unter die Achsel zieht, dann passiert das auch nicht. Was eine schöne Farbe. Ja, das ist jetzt auch immer die Radler. Muss ich auch mal gleich reinschlüpfen. Die ist maximal bequem. Dieses gerippte Material ist noch mal ein kleines bisschen elastischer als unser anderes, falls ihr die andere Version auch der Hose habt. Das ist so ein kleines bisschen fester. Ist aber beides Econyl, also recyceltes Polyester. Und hat auch so einen hohen Bund, so einen doppelt genähten. Oh, und ich habe eine Überraschung für euch. Wer erinnert sich aus dem... Das ist ja die falsche. Sagt! Wer erinnert sich noch an den Hosenrock? Musselin. Ich habe es im, ich glaube, letzten Vlog gezeigt. Und daraufhin haben so viele gefragt, wann ist das endlich verfügbar? Und den Kundenservice bombardiert mit Nachrichten. Eigentlich wollten wir die erst dann launchen, wenn es noch ein bisschen wärmer ist. Aber aufgrund der hohen Nachfrage haben wir das jetzt vorgezogen. Das Team hat Gas gegeben, die sind fertig, liegen im Lager und können auch ab jetzt heute Abend bestellt werden. Also ja, wir warten einfach noch, bis es dann auch so richtig warm wird, dass wir das Ganze rocken können. Aber wie cool! Also okay, das ist ein bisschen arg viel Blau und es ist irgendwie auch nicht der ganz gleiche Blauton, weil das sind ja unterschiedliche Materialien. Aber ich freue mich so auf den Hosenrock, weil man sieht aus, als hätte man so ein süßes Röckchen an. Aber es ist halt einfach eine Hose. Man ist komplett safe. Man kann auf dem Spielplatz mit auf die Rutsche klettern. Ist alles kein Problem. Und eins meiner nächsten Projekte wird hier auf jeden Fall sein, die ganzen Teile dann hier auch in unser Regalsystem einzusortieren. Aber nicht jetzt. Jetzt habe ich da keine Lust drauf. Und so ist es noch ein bisschen übersichtlicher, weil ich so weiß, das müssen wir noch fotografieren. Das launcht jetzt heute Abend. Ihr seht, es ist viel Farbe dabei. Und Muster und Musselin und Zitz.
Ja, aber so habe ich da ein bisschen besseren Überblick. Ich mal ein Bild von einem Auto. Mal ein Bild von meinem Auto. Okay, aber bitte nicht hier auf dem Tisch, okay? Sind die neu, die Stifte eigentlich? Ja. Ja? Kenne ich ja noch gar nicht. Wir sind gerade am Abendessen machen und hier drin sind weiße Bohnen, Kidneybohnen, Avocado. Wie heißen sie nochmal? Tomaten. Alex ist komplett verwirrt im Kopf. Kriegt nicht mal irgendwie Tomaten zusammen. Und hier hinten im Airfryer sind Süßkartoffeln. Ich mach ein Bild von meinem Auto, Mama. Okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Und zwar machen wir Süßkartoffelsalat. Das haben wir in Spanien ganz oft gemacht. Schmeckt fantastisch lecker. Und da macht man entweder auf dem Backblech halt einfach die Süßkartoffeln oder jetzt im Airfryer. Und dann kommt das da dazu. Und dann brauchen wir noch Dressing, gell? Wie war das nochmal? Ich mach das gleich. Das ist das geheime Secret, oder was? Eine Vinaigrette. Ja. Sonst passt es, oder? Oder soll noch mehr rein? Ist gut. Zwiebeln? Zwiebeln. Zwiebeln, stimmt. Zwiebeln muss noch rein. Yummy. Und so sieht's aus. Oh. Salat ohne Salat ist genau mein Ding. Hammer. Und was ist jetzt in der Vinaigrette drin? Also, viel Olivenöl, Balsamico-Essig, also im Verhältnis... Ein Drittel, zwei Drittel? Ja, eher so drei Drittel, ein Drittel. So viel Balsamico? Also ein Drittel Balsamico. Ah ja. Und der Rest Olivenöl. Dann ein bisschen was Süßes, Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup, ich habe jetzt Agavendicksaft genommen. Und Senf, ganz wichtig, weil wenn man das dann schüttelt, das macht es dann so, das verbindet alles so und dann wird es so... cremig oder so dickflüssiger. Das lecker. Macht der Senf. Achso, ein bisschen Salz. Ja. Was wir euch noch gar nicht gezeigt haben, ist das fertige Ergebnis von unserem Tufting-Abend. Also so ist jetzt das Kissen für den Elefantenstuhl geworden. Du hast es einfach so schön rasiert noch. Ich finde, das macht nochmal richtig viel aus, dass es hier so reingeht. Kommt die Kontur nochmal ein bisschen besser raus. Plastisch erscheinen. Sehr schön auf jeden Fall. Bist du zufrieden? Ja. Der Stuhl sieht richtig cool aus. Stimmt, da gibt es eigentlich auch noch ein Update. Das ist auf meinem Instagram-Kanal online gegangen und das kam sehr gut an. Und da haben voll viele nach so einer Schnittanleitung gefragt oder auch fertiges Produkt. Und ich bin gerade dran, so Anleitungen zu machen. Und dann kann man sich das quasi ausdrucken, A4, klebt die Blätter dann zusammen und schnibbelt die sich dann einfach aus. Ich mache da irgendwie so einen kleinen Shopify-Shop und dann kann man die für ein paar Euro kaufen. Und Plan ist auch, dass man dann auch die Möglichkeit hat, sich das quasi als Bausatz, ist es nicht wirklich, ist eigentlich ein fertiges Produkt zu kaufen, was man halt einfach dann irgendwie noch zusammensetzen muss. Und dann hat man noch die Möglichkeit, das auch zu individualisieren, entweder Kissen drauf, farbig machen. Ja, so ist mal der Plan. Weil halt immer wieder Fragen kommen bei irgendwelchen DIYs, kannst du die nicht verkaufen? Ich würde dir eins abkaufen, wenn du es baust und sowas. Und ja, ich kann das ja nicht machen irgendwie. Noch alleine die Sachen zu produzieren. Deshalb bin ich gerade dran, so Anleitungen zu machen und mit diesen Daten gucke ich nach einer Produktion, die halt dann das fräsen. Jetzt habt ihr wieder ein kleines Update aus unserem Leben bekommen. Wie gesagt, keine Ahnung, wann der nächste Vlog kommt, weil es geht weiter unregelmäßig auf diesem Kanal weiter. Aber war auch schön, mal wieder ein bisschen mit euch zu quatschen. Richtig, wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Macht's gut. Genau. Bis ganz bald und ja. Ciao. Schönen Tag, Mittag, Abend. Stimmt, Nacht, das darf nicht fehlen. Genau. Tschüss. Tschüss.